immer am Samstag und auch immer um diese Stunde versammeln wir uns hier im Heiligtum und denken an verschiedene Länder. Heute an Liechtenstein. Ich habe eine kleine Einführung bekommen. Sollte ich es ablesen, dann sage ich es, dass dieses ganz kleine Land liegt zwischen Österreich und der Schweiz und ist vielleicht bis jetzt bekannt, weil da viele Worte, die Sozialprojekte des Schönsten Vaters sind, aber nicht nur. Da ist auch die Pilgerin der Gottesmutter am Werken und am Wirken und viele Besucher auch von den deutschsprachigen Liechtenstein sind einfach verbunden mit uns. Möchten wir auch an sie denken, für sie beten, aber auch viele Anliegen der weltweiten Schönstadtfamilie um diese Stunde hier der Gottesmutter anvertrauen. Für die jährliche Tagung für Lehrer und Erzieher, die heute in Tuparendá, Paraguay stattfindet, für das internationale Rektorinnen-Treffen der Akademien für Familienpädagogik Deutschland, Schweiz, Österreich, Kroatien in Ungarn an diesem Wochenende, für alle, die in dieser Woche in Brasilien das Vatersymbol auf seiner Weltbürgerschaft aufnehmen, in den Heiligtümern in Porto Alegre und Santa Cruz. Für ein 5 Wochen altes Kind, das schwer misshandelt wurde und jetzt in einem Heim betreut wird. Für alle, die in dieser Woche ihre Anliegen über Schönstadt.org uns ans Urheiligtum und ins Netz der Heiligtümer gesandt haben, aus USA, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Deutschland, besonders für einen Familienvater aus den USA im Militäreinsatz in Afghanistan, der sich um ein Medizinstudium beworben hat, für eine Frau, deren Mann sich diese Woche das Leben genommen hat, für ein kleines Mädchen, das bei einem Unfall schwere Verbrennungen erlitten hat.